katholische Pfarrkirche in Flaville wurde 1935 wie eine bergende Festung gegen alles Chaos in dieser Zeit gebaut. 1995 stand ihre Renovation an und der dafür zuständige Architekt Bruno Bossart zeigt uns das Innere. Wir stehen hier unter der Figur vom St. Laurentius, dem Namenspatron der Kirche. Und unter dieser Figur war früher der Seitaltar. Den braucht es ja nicht mehr. Also den haben wir wegnehmen können. Aber damit der Laurentius nicht so an der Wand oben hängt, haben wir unten ein neues Element entwickelt. Und dort werden die Heiligen Sakramente in einer Vitrine, die beleuchtet ist, aufbewahrt. Und wenn Sie die Figur anschauen, es gibt die anderes Pendant auf der anderen Seite, wo die Bibel drin ist in den Nischen, sind das wie zwei Hände, die so in die Mitte zum Altar führen. Und die Hand, die kommt immer vor bei mir im Leben, also bei meinem Arbeiten. Ich mache alle, ob es ein modernes Haus ist oder eine Innenraumgestaltung, das kommt eigentlich immer die Bewegung vor. Weil mit den Händen habe ich alles gezeichnet, ohne Computer, entworfen. Und ich kann das Zeug nur finden mit Skizzen. Da sehen wir die Idee zu der Chorraumgestaltung. Das ist eine Skizze, die entstanden ist nach der ersten Besprechung mit dem Pfarrer Markus Büchel, der hier noch Pfarrer war in Flaville. Nachher bin ich heimgegangen und habe die Skizze gemacht. Und über die Skizze bin ich dann darauf gestoßen auf das Bild von Da Vinci, das letzte Abendmahl. Und da ist dann die Pate gestanden für die Gestaltung im Altarraum vorne. Die Stele erinnert eigentlich an den Saal vom letzten Abendmahl von Da Vinci. Und das ist ein Bild, das alle kennen. Und da kann man sich wiederfinden und glaube auch so eine Gestaltung dann annehmen. Und die Stele da vorne ist nichts anderes als die Raumstütze. Und in der Mitte hat man da durch das Fenster gesehen, auf Golgotha, der Ort der Kreuzigung, vom Grab. Mit dem offenen Grab will man natürlich auch zeigen, dass mit dem Kreuz nicht, also mit dem Tod, Kreuz nicht fertig ist, sondern der offene Felsen gibt Hoffnung. Ist eigentlich ein Auferstehungsmal. Also wir sind jetzt hier vor dem Ostermahl, wie wir dem gesagt haben. Da war früher noch der Längsaltar mit dem Tabernakel. Nach dem neuen Liturgieverständnis hat man in den 60er Jahren ein Provisorium als Altar näher zu den Leuten hier vorne bauen. Und da hat ihm immer etwas gefehlt, weil der Altar nicht mehr da war. Und jetzt mit der neuen Gestaltung haben wir gesehen, dass aus dem Abendmahlsaal der beschwerliche Weg nach Golgotha, da sehen wir hier bei dieser Rampe, führt zu dem Ort der Kreuzigung. Und wo wird auch das Grab war. Und mit dem wollte man eigentlich sagen, da oben ist das Kreuz, mit dem Tod ist das Leben nicht fertig, sondern es gibt Hoffnung auf ein anderes Leben. Das ist hier dargestellt mit dem offenen Grab. Der Stein ist so, dass er nach Osten aufgesprengt ist, weil von Osten kommt morgens Licht auf das Grab an. Und das ist dann eigentlich so symbolisch gesehen, ein weggesprengter Fels, der eben Hoffnung gibt zum Licht hin. An Ostern war der Stein weggeholt, der vor der Grabhöhle war. Das ist nicht etwa ein Designelement, sondern es ist der Rundstein, den man weggeholt hat. Und damit das eben glaubwürdig ist, sehen wir hier eine Kerbe eingeschnitten. Das ist eigentlich wie die Verschlussstelle. Wenn man den Stein anrollen würde, würde die Kerbe genau hier passen.